Gut, willkommen zurück bei Yu-Gi-Oh! Was gibt's heute? Wir wollten mit Rally, glaube ich, schreddern. Alter, sind sie schon? Wir erwarten uns Kevin LP! Oh, scheiße, ich hab vergessen, mein DS bereit zu legen. Okay, bis gleich. So, und hier bin ich wieder. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Kannst du das benutzen? Moment, jetzt Musik wieder an. Rally gibt die CPU. Yay. Okay, dann bauen wir es ja gleich mal ein. Kling, kling. Die Anzeige ist nicht richtig. Die Anzeige, die nicht richtig funktioniert hat, stabilisiert sich plötzlich. Scheint es die CPU eine sehr gute Leistung. So, jetzt bin ich in der Lage, deinen D-Runner zu fahren. Ey, jetzt wirst du in der Lage sein, deinen D-Runner zu fahren, so ist es nicht. Und hier, schau. Was gibt's mir denn da? Rally gibt dir einen Fahreranzug. Ich dachte, es wäre schwer, einen D-Runner in dieser Aufmachung zu finden. Daher benutze den Fahreranzug. Jetzt bist du bereit! Rally, wo hast du denn die CPU und den Anzug her? Das ist ein Geheimnis. Ah, ich weiß schon, wie das hat. Warum machst du dir nicht ein, warum machst du nicht eine Testfahrt? Oh, ich glaube, die Musik ist ein bisschen laut. Wenn du auf dem alten Highway fährst, kein Problem. Der alte Highway liegt gleich bei der Hauptstraße, die Richtung Süden führt. Vorher konnte man nicht auf die andere Seite, aber jetzt gibt es eine Brücke. Okay. Jetzt muss ich mal schauen, ob die, ja gut, ich kann es auch mit der Tastatur steuern, die brauche ich nämlich gleich. Dann steuere ich es jetzt mal mit der Tastatur. Hey, geh mir aus dem Weg! Was muckst dich? Jetzt müssen wir, glaube ich, hier runter. Satellite Slum. Okay. Dann müssen wir hier hin. Oder? Nee, doch. Nee, falsch. Ich habe mich verlaufen. So, ja. Gut, jetzt muss ich, glaube ich, fahren, ne? Hier oben links, oben rechts seht ihr die Zeit und unten seht ihr die Strecke. Ja, jetzt kann ich nicht so viel sagen, also ihr müsst es einfach nur anschauen, ne? Ich spreche dann wieder, wenn die Strecke fertig ist. Ja, das ist ein Boost. Jetzt habe ich doch was gesagt. Autsch, und ein Felsen, gegen den darf man nicht rein fahren. Eieiei. Ach, ich meine andere Musik. Ich muss sie unbedingt aus meiner Playlist löschen. Ach ja, und wenn die Zeit abgelaufen ist, haben wir dieses Rennen verloren. Dann müssen wir es, glaube ich, neu machen. Also können wir noch hoffen, wir haben noch eine Minute. Eine mickrige Minute. Die Zeit läuft uns davon. Was getan ist, ist getan. Ach scheiße, ich dachte, das wäre ein Booster. Oh man. 40 Sekunden noch. Nein, hier darf man ja drauf, das fälscht ein bisschen die Fahrtrichtung ab. Boah, jetzt fahre ich aber super. Ich fahre nicht als Schumacher, leck mich doch am Arsch. Boah, wir haben es doch geschafft. Yay! Okay.
Ein Schatz, das muss ich selber übersetzen, bis gleich. So, eine starke Schockwelle schießt durch deinen Kopf. Ein Teil deiner Erinnerung ist zurück. Oi, oi, oi. Wir sind die Route abgelaufen. Gehen wir zu den anderen zurück. Aber erst speichere ich nochmal. Oh Mann, ich muss husten. Ich will nicht husten. Habe ich gestern im letzten Part schon gemacht. So. Ich glaube, ich laufe lieber mit Pfeiltasten. Ja, Rennen. Gerannt sind wir noch gar nicht, ne? Hier, das ist Rennen. Oh Mann, ich muss nachspielen. Oh Mann, das vergesse ich schon nicht. Bis gleich. So, willkommen zurück, Kevin EP. Wie war die Testfahrt? Es war das erste Mal. Du musst allein als müde sein. Hier, ruhe dich aus. Dann erzähle mir. Ups, Entschuldigung. Das stimmt. Also ihr könnt es jetzt nicht hören, aber jetzt kommt so eine Alarmanlage. Wachmänner? Warum? Ich weiß es nicht, aber schnell, beeile dich und verstecke dich. Riley Dawson, du wirst dem Diebstahl verdächtigt. Riley Dawson, ist Riley Dawson hier? Du kannst nicht dich nicht verstecken. Das Zeichen auf deiner Stirn zeigt, dass du ein Verbrecher bist. Schon vergessen? Solange du es hast, können wir dich jederzeit aufspüren. Really? Super, was machen wir jetzt? Und was ist damit? Das Programm, das Yusei zurückgelassen hat. Die finden uns nicht, wenn wir es benutzen. Ich werde das Teil mal anwerfen. Ihr solltet besser alleine bereit sein, wegzurennen. Ihr solltet alle bereit sein, wegzurennen. So ist es richtig. Ja, es ist echt blöd, dass das Sound aus ist. Jetzt kommt auf jeden Fall Motorgeräusch. Aufwärts, Officer Thrutch, das Signal ist plötzlich verschwunden. Was? Alles klar erstmal. Weg hier! Richtig, Kevin EP, auf den Duell waren und weg hier, ja. Auf diese Weise sollte es schneller gehen. Los, der Highway. Das hab ich den selber gemacht, den Sound. Ein D-Runner schon wieder. Schon wieder das gleiche Satellite-Kind? Dieses Mal entkommst du mir nicht. Stopp! Ja. Du kriegst mich nicht. Der alte Highway ist dort vorne. Aber glaubt dieser Kerl etwa, er kann mir entkommen? Ein Wachmann auf einem D-Runner? Ha, ich muss lachen. Wie übel. Das wird spaßig. Versuch es, ich hole dich. Und weiter geht's. Ja, ich habe jetzt beide Rennen verloren, weil ich das auf meinem DS irgendwie nachsynchronisieren musste, ja. Und da habe ich gleichzeitig auch auf dem Emulator verloren, da musste ich das Ganze nochmal nachspielen, naja. Auf jeden Fall müssen wir jetzt von dem Fliehen, er darf uns nicht überholen. Der, ihr seht unten auf der Strecke, der blaue ist unser Verfolger und der grüne sind wir. So, jetzt muss man wortwörtlich schnell sein. Ja, war mir jetzt sicher, ob uns das... Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt schon einen weiten Vorsprung.
Aber es ist die Frage, ob wir es auch halten können. Naja, ich sollte weniger auf die Strecke unten schauen, weil ich schaue unten oft auf die Minimap und dann fahre ich streckenmäßig hier in die falsche. Ja, in die Bande rein. Aber das müssen wir schon schaffen. So, jetzt haben wir es gleich. Und da ist schon das Ziel. Uah. Erstmal ausatmen. Abschaum, das nächste Mal lasse ich dich dafür zahlen. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Okay, laufen zurück zu den anderen. Rennen, 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 rennen. Satellites, residential. Na, die Musik passt jetzt nicht so. Ah, die ist gut. Tekken 6 Musik. Oh Mann, ich muss nachspielen, bis gleich. Hey, hast du dich mit den Wachmännern angelegt? Es gibt auch ein Problem. Tank und Blitz wurden von Lenny gefangen genommen oder so. Haben sich mit Uryo angelegt, ja. Die zwei sind zur Fabrik und nicht wiedergekommen. Kannst du ihnen bitte helfen? Die Fabrik ist westlich vom Duellrunner-Laden. Danke. Okay, anscheinend wurden unsere Freunde jetzt entführt. Und gefangen gehalten, bis auf der hier, leider. Okay, speichern wir erst einmal. Okay, Data gesaved. Und Moment, ich synchronisiere es wieder nach. Ah, scheiß auf das Synchronisieren, das mache ich, wenn wieder ein Dialog kommt. Okay, jetzt müssen wir wieder zurücklatschen, wieder in diesen Slum-Bezirk von Satellite. Ja, ich glaube, ich muss die Pfeiltasten. Mit der Maus ist es ein bisschen aufwendig. Okay, hier sind sie. Open Gate. Und jetzt ist wieder so ein Kistenspielchen. Und bei mir leckt es ein bisschen, aber das ist normal, glaube ich. Was weiß ich. Ich glaube, das gehört so. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, ich habe schon Fehler gemacht. Warum wir nicht nach oben können, das zeige ich euch gleich. Erstmal müssen wir hier die Kisten so verschieben, dass wir möglichst schnell sind. Was ich damit meine, das werdet ihr gleich sehen. Ja, ich glaube, das habe ich falsch gemacht. Okay, dann laufen wir mal raus und wieder rein. So, ich glaube, es geht zuerst so. Kann man es hier nach rechts verschieben? Ja, es geht. Ja, genau so ist es richtig. Gut, jetzt müssen wir uns auf die blaue Plattform stellen. Und dann erscheint so ein Countdown. Ja, wie renne ich jetzt? Ihr müsst doch rennen. Renn doch. 2 Sekunden. 1 Sekunde und... Oh, gerade noch geschafft. In der wortwörtlich letzten Sekunde. Oh, ich mach mal eine andere Musik, das ist ein bisschen boring. So. Ah ja, hier ist was. Was ist das? Urknallkanone, die haben wir aber schon. Okay. Hey, du blockierst meinen Weg. Warte, ich muss das mal wieder nachsynchronisieren, bis... Oh, du kamst, um ihnen zu helfen? Du bist aber ein guter Freund.
Wenn du gegen mich ein Duell gewinnst, lasse ich dich gehen. Natürlich nimm es an. Ich schicke dich zurück wie ein Hund in einem eingekniffenen Schwanz. Okay, der hat, soweit ich weiß, ein Wasserdeck mit Wassermonstern drin. Aus dem Meer auf Deutsch, from the sea. Luke. Okay, er darf anfangen. Ja. Er setzt eine verdeckte und nochmal verdeckte. Ich habe keine Ahnung, was für Karten sein Deck hat, aber ich habe eine leise Vermutung. Oh, ich muss husten. Ja gut, gleich zackt er irgendwelcher Bunny verdeckt. Schildstoß auf sein verdecktes. Ja, okay, das war... jetzt der hat Umi wahrscheinlich im Deck. Umi ist eine Feldzauberkarte, senkt die Stufe aller Wassermonster um 1 und erhöht die Angriffspunkte aller Monster um 3. 100. Ach gut, er macht gar nichts. Anscheinend hat er nichts Gutes gezogen. Er deckt mit unserem Bunny-Häschen auf. Fügen ihn erst einmal 500 Schaden zu. Ja, machen wir jetzt eine Kombi mit unserem Sea-Commander und synchronisieren ihn gleich zu magischer Android. Natürlich in Angriffsposition, weil wir ihn jetzt gleich direkt angreifen, aber ich will ihn... Ja. Cool, das geht sogar. Okay, Raigeki, Dings da. Fällt mir der Name gerade nicht so richtig ein. Machen wir jetzt seine Verdecke platt, weil ich habe das Gefühl, das ist eine richtige Falle. Ja, okay, die kann man aktivieren, wenn Umi auf dem Feld ist und ja. Gut, jetzt kommt diese Karte hier. Jetzt können wir Monster Stufe 2 vom Friedhof zurückholen. Natürlich unser Mecha-Bunny. Und jetzt kommt die Urkernkanone. Die geben wir unseren magischen Androiden. Erhöhen dadurch seine Angriffspunkte um 400. Hat jetzt 2800. Und greifen ihn mit beiden Monstern direkt an. Und verliert dadurch insgesamt, ja, hat dadurch, also hat nur noch 3900 Lebenspunkte. Gut, es ist er dran, also wir kriegen erstmal 600 durch magische Android, ja. Er spielt sein Muttergrizzly. Effekt von Muttergrizzly, wenn er im Kampf zerstört wird und auf dem Winterflyer, kann ein Monster von Typ Wasser mit 1500 oder weniger als Spezialbeschwörung von seinem Deck machen. Ja. Er zerstört unser Mecha-Bunny, darunter auch unsere Falle. Aber der Effekt von Mecha-Bunny, wir kriegen einen Monster, also einen zweiten Mecha-Bunny. Und selbstverständlich verdeckt. Gut, er spielt eine verdeckte, vielleicht eine Verteidigungskarte, ich habe keine Ahnung. Schlangenhühnchen heben uns erstmal auf, flippen wir erstmal Mecha-Bunny. So, er kriegt mal erst einmal 500 Damage. Und wir greifen ihn direkt an mit unserem Androiden. Verliert 1400, so viel wie seine Angriffspunkte von seinem Monster hat. Und er beschwört ein Monster von Typ Wasser mit einer Attacke für 1500 als Spezialbeschwörung von seinem Deck. Und er holt sich einen zweiten. Ja, okay, dann entfaule sie. Wir erhöhen wieder unsere Lebenspunkte um 600. Er hat noch 2000, wir haben 8600. Okay. Die Karte heißt, glaube ich, reparieren. Er darf zwei Wassermonster von seinem Friedhof auf die Hand nehmen. Ach, er verteidigt, wundert mich. Ich dachte, er greift das Mecha-Häschen an. Aber ich glaube, er will nichts riskieren, weil er nur noch 2000 Lebenspunkte hat. Aber es nutzt ihm gar nichts, weil unsere Urknallkanone geht durch Verteidigung. Oh, jetzt haben wir den Rechner auch noch zusätzlich gezogen. Mit einer Attacke von 2700. Und nutzen wir die auch gleich. So, sein Muttergrizzly ist bei seiner Mutter. Gut, jetzt hat er seinen dritten beschworen. Den zerstören wir natürlich.
geht durch Verteidigung. Und ich glaube, das andere Monster ist auch Mutter Grizzly. Ich will es mal aufdecken, wir kriegen zwar Lebenspunkte Schaden, aber durch den Effekt unseres magischen Androides gleicht sich das wieder aus. Also es ist daher nicht tragisch. So, jetzt ist er wieder dran. Ach, Blitzeinschlag. Er wirft eine Karte ab und zerstört alle unsere Monster, die offen sind. Verdammt. Und jetzt sollte nochmal nachladen, sich zwei Monster von seinem Friedhof zurück. Scheiße. Ja, jetzt macht er eine Tributbeschwörung und holt sich Mobius. Macht nichts, wir können uns verteidigen mit unserem Klanghühnchen. Gut, da sind wir wieder dran. Wir haben einen Micha-Bunny gezogen, den heben wir uns aber erst auf. Erstmal setzen wir Klanghühnchen und beenden unseren Zug. So, ja, okay, so ein goldener fliegender Fisch könnte unser Monster zerstören. Ich hoffe, er greift mit dem direkt an, ja, macht er. Zuerst an, ja, macht er. Gut, kann jetzt im Kampf mit einem Monster mit 1900 Punkten zerstört werden, aber dafür zerstört sein anderes Monster unser Klanghühnchen. Jetzt sind wir wieder dran. Staubtornade haben wir gezogen, die bringt uns wenig gerade. Jetzt wir mich aber nicht verdeckt und müsste ja nur noch 100 haben. Wenn die aufgedeckt wird. Aber zum Kill reicht es noch nicht. Er hat immer noch 100 übrig. Oh man, er ruft sich noch ein Monster als Verstärkung. Nein, nein, mach's bitte nicht. Jetzt nutzt er den Effekt. Schmeißt ein Monster vom Typ Fisch auf seinen Friedhof. Und zerstört uns so wenig, aber ein Effekt von dem Monster, das er auf den Friedhof geschmissen hat, er kriegt eine Spielmarke, die opfert er mit dem Effekt seines Monsters und zerstört uns und stoppt. Oh, du Scheiße. Und es greift uns direkt an. Oh Gott. Gut, jetzt sind wir wieder dran. Scheiße, wir verlieren jetzt bestimmt gleich. Okay, wie viel? 1000 und Satz. Nein, das reicht nicht, das reicht nicht. Die Musik passt nicht. Scheiße, wir verlieren, glaube ich. Aber was haben wir eine andere Wahl? Wir müssen den Effekt aktivieren und ja. Switchen wir es einfach in die Verteidigung. Und das hat 700 Punkte weniger, ist unser. Ach, ich hätte Verteidigung, hätte vielleicht überlebt. Naja, okay, dieses Spiel verlieren wir, glaube ich. Ja, jetzt holt er sich ein zweites Monster. Und ich glaube, wir haben verloren. Ich spule es jetzt mal vor, dass wir keiner sehen. Naja, wir probieren es eben nochmal. Wir haben noch 7 Minuten, das müssten wir noch schaffen. So, du Fettsack, ich mach dich jetzt fertig. Du hattest nur mieses Glück. Aber jetzt hast du dich ausgespielt, wortwörtlich. Duell. Okay, Twister, heben uns auf, falls du die Yumi setzt, aber setzen wir die erstmal verdeckt. Die setzen wir auch gleich verdeckt. Und wir schwören erst einmal unseren gigantischen Zwergkrug oder wie auch heißt. Und beenden unseren Zug. Ah, er nimmt seinen schweren Sturm und zerstört einfach unsere Karten. Ach, so macht es also. Okay, er ist jetzt ein Monster verdeckt. Aber er hat Umi auf dem Feld und das beunruhigt mich ein wenig. Deswegen versuche ich den jetzt mit Glück zu zerstören. Mal schauen, was rauskommt. Yeah. Tschüss, Umi. Umi ist bei seiner Umi. Okay, greifen erst einmal an. Unser Monster ist bestimmt stärker als seins. Jawohl, ist es auch. Seins hat nur 200. Warum hat es denn den Angriff gespielt? Das hätte sich mehr gelohnt. Naja. Und wir greifen ihn direkt an, wie vorhin auch.
Falls ein zweiten Umi spielt. Achso, ich dachte, wir haben Stabtonal-Effekt. Okay. Das ist auch sogar noch gut. Verstärkungen. Er setzt eine Karte verdeckt. Und macht gar nichts. Endphase. Jetzt sind wir wieder dran. Ja, vorhin haben wir nur verloren, weil er Blitzeinschlag verwendet hat. Ansonsten hätten wir hundertprozentig gewonnen. Naja. So, direkt Angriff. Verstärkung will ich nur einsetzen, wenn er uns angreift. Also quasi so einen Schutz, als Schutz verwenden. So, der ist wieder direkt. Hat nur noch 2750 Lebenspunkte. Und wir führen wieder ganz klar wie vorhin. Ich hoffe nur, dass es nicht wieder wie vorhin ist und dann, dass du da einfach wieder Blitzeinschlag einsetzt. Aber Blitzeinschlag ist echt eine miese Karte, die darf man dreimal im Deck haben. Aber ich finde, die sollte man nur einmal im Deck haben, weil die ist so mies, die Karte. Und man sich sein stärkstes Monster nennt, so mit 5000 Angriff und dann so, oh, ich spiel Blitzeinschlag. Das ist doch scheiße. Okay, machen wir eine Synchro erst einmal. Und holen uns Gaia. Und greifen ihn direkt an. So, jetzt hat er noch 150 Lebenspunkte. Aber auch die können wir ganz leicht vernichten, indem wir einfach unser Hüschen flippen. So, und damit haben wir gewonnen. Gut, wir haben keine Fallen und Zauberkarten verwendet, sowas aber auch. Blast, ich erinnere mich an ihn, oder? Ah, auf Deutsch heißt, oh Mann, das werde ich dir nicht vergessen. Ja, okay, das stimmt doch. Ah, ja, da ist Blitz schon wieder. Der lässt sich aber öfters kidnappen als Prinzessin Peach aus Mario, Mann. Danke, du hast mir schon wieder geholfen. Ich denke, Tank ist hier drin. Ich habe gesehen, wie sie ihn geschnappt haben. Ich würde helfen, aber ich habe meine Karten nicht, wie lächerlich. Dein Deck, mit dem kannst du niemanden beeindrucken. Okay, ich gehe zurück. Du musst es auch schaffen. Du musst es auch zurückschaffen. Ich werde auf dich warten, Kevin LP. Gut, dann speichere ich nochmal. Wobei hier drin ist noch ein Speicherpunkt. Aus dem Weg, du Niete. Die mich einmal fertig gemacht hat. Container blockieren den Weg mal wieder. Okay, dann nutzen wir die. Also gehen wir auch gleich. Gut, jetzt muss ich nachdenken. Wie geht denn das jetzt? Ach, scheiße, ich habe mich vertippt. Naja. So, dann laufe ich jetzt mal außen rum. Ich sehe nicht einmal die Wände. Ich glaube, so ist es richtig. Ach so, da ist eine Mauer. Scheiße. Ich glaube, ich habe bestimmt was falsch gemacht. Dann laufe ich wieder zurück. Und wieder her. Okay, ja, das kommt auf jeden Fall nach oben. Und das ist auf jeden Fall noch... Nee, muss nicht sein. Ich sehe die Mauer nicht so richtig. So vielleicht? Nee, so ist es auch nicht richtig. Uiuiui. So glaube ich. Dann. Nee, so. So. Ach, scheiße. Ach, da ist eine Mauer. Oh. Ich fail hier rum. Unglaublich. Ja, ich weiß, dass Container den Weg blockieren, auf mich zu nerven. Also so? So? Ich probiere jetzt einfach rum. So? 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 Und hier geht's nicht mehr weiter. Okay, nochmal. Gut, dann vielleicht so? Dann so? Und dann so? So nach oben? So nach links? Nach rechts? Ja, genau, jetzt habe ich's. Das kommt dann dahin und dann hierhin. Und dann haben wir's. So, jetzt speichere ich und sag bis zum nächsten Part. Servus!